Das sind ja viele Schuhe, aber wie genau? Ja, da sind auch Frauenschuhe bau, also sowohl Frauenschuhe als auch Männerschuhe? Nee, er hat jetzt nur Männerschuhe geholt, die wohl für dich, für deine Größe sind. Ach, nein. Ich kaufe nicht Schuhe für mich. Ich bin mit meinen. Obwohl, eigentlich könnte ich mal neu gebrauchen. Die sehen ganz vernünftig aus. Ja, ich nehme da auch Schuhe für mich, aber ich frage für meine Frau. Ich wollte ihr ein Geschenk mitbringen. Sie kommt hier nicht aus den Thulamidenlanden und etwas Exotisches würde ihr sicher gefallen. Ah, ein wahrer Effendi, Wir können machen Schuhe für Frauen. Wie groß? Du sagst Höhe. Etwa so groß und ja, Höhe. Und ihre Füße klein oder groß? Dick oder dünn? Groß. Groß. Na? Sie hat sehr schöne, massige Füße. Aber es sollen nicht ihre schönen Enkel verstecken. Die sind nämlich mitunter das Beste an ihr. Vielleicht meint ihr nicht so eine Schenkel oder Enkel? Seid ihr euch sicher? Ihr kleiner Effendi, das, was ihr anzeigt, ist eher für Elefantenfuß. Nennen die Füße meiner Frau keine Elefantenfüße, aber ja. Nein, das mache ich nicht, aber kleiner Effendi sagt, viel zu große Füße. Grazile junge Frau, hä? Nein, hübsch das ist schon richtig. Hübsch auf jeden Fall, die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Aber etwa so groß und vielleicht so eine Mischung aus normalen Schuhen, schön verziert. Effendi, ihr nicht wissen. Effendi, Frauen haben kleine Füße. Aber meine Frau hat große Füße, ich sag's dir doch. Nein, Effendi, vielleicht so. Er zeigt irgendwie zwei Zentimeter weniger an, als du hast. Das ist gute Größe für deine Frau. Vertraut mir, verlass dich auf den Mann. Ich glaube, der hat Ahnung, der verkauft nicht zum ersten Mal Schuhe und wir wissen ja nicht genau, wie groß die Füße von deiner Frau sind. Aber vielleicht hat er recht. Ich verkaufe viele Füße für viele Fute, für viele schöne Frauen. Dein verkauft Frau, Füße? Schuhe für hübsche Füße von schönen Effendis. Aber Voltax, wenn ich damit zu kleinen Schuhen ankomme, mache ich mich doch zum... Sie wird auch nur schlecht von mir denken, dann habe ich mir nicht mal gemerkt, wie groß ihre Füße waren. Das ist auch wieder wahr. Können wir vielleicht zwei Varianten kaufen? Wir kaufen einmal die etwas kleineren Schuhe und dann kaufen wir noch größere Schuhe. Und dann denkt sie erst, du hast es nicht gemerkt und dann holst du sie hervor und haha, ich habe dir aber doch eigentlich deine richtige Größe mitgebracht. Weil okay, wie euch mögen. Wir machen euch vier verschiedene Schuhe. Alle die gleiche Größe, alle die gleiche Schuhe, nur andere Größe, ja? Und das ist großartig. Dann bringt ihr die drei zurück, ja, Effendi? Ja, das klingt sehr vernünftig. Das ist eine gute Idee. Was haltet ihr keine von Lieferkosten, ja? Verzierte Sandalen. Das können wir Lieferkosten. Dann kannst du sie ja eigentlich direkt zu ihr schicken, ne? Wenn es keine Lieferkosten gibt. Na, aber ich möchte ihr doch in die Augen schauen, wenn ich ihr das übergebe, Voltax. Ah, nun. Stimmt. Vertraut uns. Wir machen Füße. Und wir machen Schuhe und ihr nehmt mit und dann bringt ihr zurück. Aber ihr bezahlt jetzt und wenn ihr später zurückkommt, bekommt ihr Geld zurück, ja? Das klingt gut. Ich vertraue diesem Thulamiden, er wirkt sehr vertrauenswürdig. Gut, das machen wir so. Und für mich, da müssen wir gar nicht drum reden. Ich finde die da gut. Ich probiere die jetzt einmal schnell an und wenn die passen, dann nehme ich die. Gut. Ihr seid schlauer Effendi. Seid guter Händler. Derweil bei Rafim, was möchtest du tun? Und zwar würde ich, was nicht allzu Spannendes tun, und zwar, ich würde durch einige Tavernen laufen und unsere an Aushang aufhängen, dass wir nach ganz einfachen Bootsleuten suchen. Also nach Mannschaftern, ja? Ja, richtig. Gut. Alles klar. Du kannst dann das ein oder andere aufhängen und möchtest dich dann noch hinsetzen oder möchtest du warten, dass sie dann zu dir kommen? Ich würde das so machen, dass die alle zum Schiff kommen, weil die eh alle Thulamin kennenlernen müssen und dann brauche ich die nicht einmal kennenlernen, damit wir die nochmal kennenlernen. Gut, alles klar. Dann wirst du aufhängen
Und nach grob einer Stunde hast du die ein oder andere Taverne, die dann begutachtet, aufgehängt, bis dann hast dann irgendwelche anderen Söldner beiseite geschoben, die von minderer Qualität dich belästigt haben, und tauchst dann wieder an eurer noch Drachentöter auf. Kannst du sehen, wie wohl das ein oder andere Schiff auch neben euch liegt, aber es stehen wohl auch mittlerweile eine ganze Menge an neuen Rekruten davor, und bevor du auf das Schiff gehst, wird sich vor dir eine Frau mit einem Turban hinstellen, lange wilde Haare, die in dem Gesicht hängen, wohl tulaminische Züge, die sie hat, und einige Tätowierungen, die sie auf ihren Armen trägt. Ihr müsst der Meister Rafim sein. Der Herr der Söldner, ja? Naja, warum nicht? Seid ihr es oder drückt mich meine Einschätzung? Naja, tun wir einfach mal so, als ob. Was kann ich für euch tun? Ich gehe davon aus, dass ihr jemanden für eure Katapulte, für eure Rotzen braucht. Das würde ich gerne übernehmen. Oh, da macht ihr jetzt aber einen spannenden Vorschlag. Wer seid ihr denn? Ich bin die Katapultmeisterin Isabel. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe gehört, dass ihr bereits einen Artilleristen an Bord habt. Aber ich denke schon, dass man, sollte man sich über Deck aufhalten, dass es eventuell noch eine weitere Person unter Deck geben sollte. Euer Schiff verfügt zumindest auch unter Deck für Rotzen, auch wenn sie zurzeit eingeklappt sind, aber die Scharten dort kann ich erkennen, selbstverständlich, und auch den Pulverdampf der Rotzen. Ich gehe davon aus, dass es mittlere Rotzen waren, mit einer guten Durchschlagskraft. Ja, ich bin ganz ehrlich. Ich habe wenig bis keine Ahnung von Belagerungswaffen. Das habe ich mir fast gedacht. Allerdings habt ihr die Anwerbung unterzeichnet. Ich spreche auch gerne mit eurem, Artilleristen Diamantes. Ich habe gehört, dass er es war. Ja, Oder ist das immer noch Nebelklang? Nö. Von dem habe ich zumindest keine gute Meinung. Ich würde trotzdem mit ihm dienen. Nö, warum mögt ihr der Nebelklang nicht? Er redet Tag ein, Tag aus von seiner Mutter. Er war zwar nicht lange in Kunchum, aber das ist mir aufgefallen. Naja, und ihr mögt seine Mutter nicht. Ich kenne seine Mutter nicht, aber ich denke, dass ein erwachsener Mensch, der eine Offiziersausbildung bestanden hat, sich dann doch irgendwann davon lösen sollte. Naja, da mögt ihr jetzt nie Unrecht haben. Ich möchte ihn nicht beleidigen, falls ihr ihn mögt. Nee, aber ich wundere mich eh, wo der Bastard rumläuft. Nun, ich habe ihn zumindest noch nicht gesehen. Seine Männer zwar schon, das Falkenbanner, aber... Nun, die hatten ja auch keine allzu hohe Meinung mehr von, vor allem Diamantes. Mich scheint das zumindest nicht zu kümmern. Soll ich euch gleich begleiten? Naja, wisst ihr was? Setzt euch mal da vorne hin. Ich sag Diamantes Bescheid und dann spricht er mit euch. Also gut, danke. Ja, gerne. Kannst, während du dich dann an dir vorbeischiebst, siehst du dann noch eine Person, die direkt neben der Reling steht. Und die reicht dir nicht einmal mehr bis zu den Knien. Ein kleiner Gräumling mit einem, mit einer hölzernen, irgendwas geschnitztes, was er sich da in sein Ohr hält. Wie so eine Vergrößerung, würdest du meinen. Wie so eine Sprechtüte, nur eben fürs Ohr. Hallo? Hallo? Entschuldigung, habt ihr mich gesehen? Nicht reden, bitte. Ja, bedauerlicherweise habe ich dich gesehen, ja. Ich habe schon mit Boltax geredet. Ich habe gesagt, ich möchte ganz gerne an Bord kommen und ich würde mich ganz ungern in diesen Pulk stellen von diesen rauen, rüden Matrosen dort hinten. Ich würde gerne euch als Zahlmeister begleiten. Ihr könnt mir vertrauen. Ich bin Rumpel, hallo? Ja, Rumpel, das ist ja... Ich habe viel Erfahrung, müsst ihr wissen. Ich bin schon 20 Jahre alt. Naja, das ist doch jetzt doch gar nicht so alt. Was? Natürlich. Gräume sind mit 3 ausgewachsen. Was? Die wirklich alten Exemplare von uns werden 30. Und mit 20 bin ich schon gut dabei. Ich habe Glasknochen, müsst ihr wissen. Deswegen bitte nicht treten. Ja. Okay. Und du hast schon mit Voltax gesprochen? Im Roten Salamander, ja, bei den Alchemisten.
Ja, stimmt, aber das macht wohl Sinn. Wie gesagt, kannst du denn auch rechnen? Ja, ich kann sogar Integral- und Differentialrechnung, mein Herr. Berufsgeheimnisse, müsst ihr wissen. Das mit dem Rechnen behaupten ja viele. Rafim würde mal in einer Hand 3 Finger hochhalten und in der anderen 5. Wie viele Finger halte ich hoch? Das sind 8, mein Herr. Ihr Zinseszinsrechnung, wenn ihr mögt. Ich kann Geld aus der Zukunft uns leihen und ich kann selbstverständlich auch Schecks ausstellen und ich habe gute Kontakte zur Nordlandbank. Aha. Sag mal, wie viele Söldner stehen da? Könnt ihr die zählen? Das habe ich bereits getan. Oh. Es sind 293, mein Herr. Allerdings wohl nicht von der Qualität, die ihr sucht. Ich bin ganz ehrlich, ihr macht einen sympathischen Eindruck. Aber soll ich Boltak sagen, dass ihr hier seid? Dann kann er euch der Kapitänin mal vorstellen. Ja, sehr gerne, bitte. Ich spreche auch gleich mit der Kapitänin, wenn ihr mögt. Ich muss nicht mit Boltak reden, aber ja, ich hatte ihn zumindest schon einmal angesprochen. Nein, wenn Boltak so mit euch gesprochen hat, dann solltet ihr mit Boltak sprechen. Okay, ich bin Rumpel. Ja, ich nicht. Ihr könnt mich auch Dr. Rumpel nennen. Ich habe promoviert. Aber ich bin kein Arzt. Ja, ich nicht. Das ist gar nicht so schlimm. Ihr könntet promovieren. Wenn ihr mögt, kann ich euch bei eurer Abschlussarbeit helfen. Ja. Ihr könntet über das Kriegshandwerk schreiben, wenn ihr mögt. Sicherlich ein gutes Papier. Viele würden sicherlich damit lesen, wenn sie da lesen könnten. Sonst müsste man es ausrufen lassen. Was haltet ihr davon, dass ihr euch Dottore Rafim nennt? Aber das können wir dann später machen, wenn ihr mich eingestellt habt. Dann haben wir alle Zeit der Welt. Redet einfach mit der Capitana. Oder mit Boltax. Ja. Bitte nicht treten, ich habe Glasknochen. Und damit tritt er beiseite. Ja, ich überlege kurz, ob ich ihn trete. Entscheide mich da aber doch dagegen. Er setzt sich mühevoll auf eine Bank, die da irgendwo aufgestellt ist. Und wartet. Dann kannst du, wenn du willst, zu Zulamin wieder gehen, die wohl immer noch in ihrer Kajüte sitzt. Ist sie denn Kohlrab inzwischen losgeworden? Ja, die hat ausgetrunken, hat genüsslich lange getrunken und dann bist du irgendwann alleine gewesen. Die Tür geht wieder auf und Rafim tritt ein. Ah, Rafim, schon zurück? Ja, ich hab ja lange Beine. Also ich laufe schnell. Punkt für dich. Ich bin sicher, es laufen auch diejenigen schnell, die vor dir die Flucht ergreifen. Ja, würde ich Ihnen empfehlen. Waren du und Diamantes erfolgreich? Ach scheiße, ich hab Diamantes vergessen. Keine Ahnung, wo Diamantes hin ist. Ich hab auf jeden Fall was ausgehangen, sind auch schon ein paar Arschlöcher aufgetaucht. Und irgendwie so eine Geschützmeisterin. Und Boltax will irgend so einen Grollen einstellen, der Trumpel heißt. Ich weiß nicht warum. Seltsam. Eine Geschützmeisterin? Aber wir haben doch schon Diamantes. Ja, aber vielleicht hat die Frau ja wirklich was drauf. Gut, ich denke, dann sollte wohl am besten Diamantes mit ihr reden. Ich möchte ihm jetzt ungern jemanden vor die Nase setzen, nachdem ich ihm schon das Amt des ersten Offiziers genommen habe. Ja, aber würde dann auch ich machen, gar kein Problem. Ja, also vielleicht ist er dankbar für Unterstützung. Vielleicht ja, auch bestimmt. Nicht, wir werden sehen. Ja, ich bin bereit, es auf den Versuch ankommen zu lassen. Gut, und dieser Grolm, ich weiß nicht, nun ja, unsere Finanzen waren ja nicht immer so eine klare Sache. Eigentlich hatten wir das geregelt, aber ich denke, die Höflichkeit gebietet es zumindest, mit ihm zu sprechen. Ja, ist irgendwie ein ganz toller Freund von Boltax oder die beiden sind alte Kompanen oder was weiß ich. Irgendwas mit Boltax hat er gelabert. Dann muss er ja wahrhaft ein besonderer
Grolm sein, wenn sogar Boltax ihn mag. Ja, ich möchte ihn vielleicht nochmal treten. Wieso das denn? Ist er, nun ja, du weißt schon, anstrengend? Nein, aber er spricht immer davon, dass er nicht getreten werden möchte und irgendwie reizt mich das jetzt. Ich verstehe. Es ist wie wenn man sagt, denk jetzt nicht an Elefanten. Ja, es hat etwas von dem Verbotenen. Ihr wisst ja, dass mir das gefällt. Na gut, dann, dann werde ich wohl mit diesem Geräum sprechen. Ich wollte gerade nach Nebelklang schicken lassen. Habt ihr den zufällig gesehen? Nee, aber irgendwie sind seine Männer auch von Bord gegangen. Angeblich mochten die Diamantes nicht. Das heißt, wir haben keine Geschützmannschaft mehr, ja? Ja, das ist ein guter Punkt, über den ich noch nicht nachgedacht hatte. Ich werde mal nachsehen lassen, ob noch jemand von der Geschützmannschaft da ist. Ja, hoffentlich haben die nichts geklaut. Das will ich auch nicht hoffen. Aber ihr könntet euch auf jeden Fall schon mal die Matrosen angucken. Da müssen wir auf jeden Fall ein paar mitnehmen. Ja, ich wollte noch mit diesem Felix sprechen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, die Matrosen wieder an Bord zu nehmen, unter denen er sich versteckt hat. Aber vielleicht hat er Einblicke in die Geschehnisse, die uns bisher verborgen geblieben sind. Naja, wie ihr möchtet. Ich denke, es hat keinen großen Mehrwert, dass ich mir die Matrosen ansehe, aber ich komme gerne mit raus. Naja, am Ende müssen sie ja unter euch dienen, also ihr müsstet die schon mal zumindest gesehen haben. Das ist wahr, auch wenn ich nicht beurteilen kann, ob sie ihre Arbeit gut machen werden oder nicht. Naja, ihr könnt sie ja mal treten. Na gut, dann wollen wir sie uns mal ansehen. Und Zulamina hebt sich und geht zur Tür, bleibt noch kurz bei der Wache stehen. Entschuldigt, könntet ihr für mich herausfinden, ob noch jemand von der Geschützmannschaft hier ist? Die sind alle weg. Alle weg. Hm, verstehe. Gut, vielen Dank. Also so wie ich das verstanden habe, würden die euch auch wieder begleiten, aber ich stecke da nicht ganz drin, die sind zumindest gegangen. Vielleicht versaufen die ihren Sold oder so. Nun gut, nun gut. Dann scheint das zumindest noch nicht endgültig zu sein. Und so treten wir auf das Deck hinaus. Ja, vor euch könnt ihr eine Ansammlung von Matrosen unterschiedlichster Couleur erkennen, die dort stehen. Selbstverständlich auch viele Söldner, die dort ihre Dienste feilbieten. Und von der unterschiedlichsten Qualität. Einige sind einzeln gekommen, andere in kleinen Zehnergruppen, andere haben dann wohl nur ihre Mannschaftssprecher an Bord oder einige Offiziere, die dann dort stehen. Ja. Na, das ist ja ein bunter Haufen. Naja, es ist nun mal Kunjom, hier ist halt alles da. Zumindest bei Söldnern ist es nicht ratsam, Truppen neu zusammenzuwürfeln, oder? Kommt drauf an, wie sehr an denen jetzt hängt. Aktuell hänge ich an den Söldnern sehr wenig. Ich würde sagen, wir nehmen das Beste, was wir kriegen können. Aber ja. Natürlich müssen sie dafür auch gut zusammenarbeiten. Ja, also ich denke, bei den Söldnern sind wir ganz gut aufgestellt. Wir brauchen vor allen Dingen irgendwelche Leute, die dieses Boot von A nach B bewegen. Nun gut. Ich denke, das ist etwas, was wir an die neue Bordkaplanin delegieren könnten, wenn wir sie denn haben, dass sie die Matrosen einer Prüfung unterzieht. Ich habe diese Havulgard eingeladen, sich das Schiff einmal anzusehen. Ich hoffe, sie lässt sich heute im Laufe des Tages irgendwann blicken. Naja, wenn ihr wollt, kann ich mich auch drum kümmern. Gerne. Wollt ihr einfach nur dann mit den Mannschaftssprechern sprechen, die ich für vernünftig halte, oder wie wollen wir es machen? Ja, das klingt vernünftig. Wie viele Männer wollt ihr denn? Das ist die Frage, wie viele hatten wir denn? Ich glaube so an die 100.
verbünscht sich fast mit dir, mit dieser Avesse-Schule. Nun, die Avesse-Schüler werden wohl bleiben. Naja, so 100 werden wir bestimmt brauchen. Ich habe Jalan Witze machen hören, dass wir mehr Söldner als Matrosen an Bord hätten, aber ich glaube, das war übertrieben. Naja, es ist ja ein Kriegsschiff, ne? Ja, also peilen wir um die 100 an, denke ich. Ja, ich schau mir den Abschaum mal an und schicke euch die, die ganz vernünftig sind. In Ordnung, und das da hinten ist dieser Grolm? Das kleine Stück Haufen, was da vorne sitzt, ja. Nun, dann werde ich vielleicht derweil einmal mit dem Grolm sprechen. Ja, gute Idee. Okay, während ihr euch dort unterhaltet, könnt ihr wohl auch erkennen, wie ja, im Verlaufe des Tages auch Boltax und Diamantis wieder zurückkommen. Und eventuell tritt Abelmir auch wieder nach oben. Oh, diese Bornsche Bäckerei. Lecker, lecker, lecker. Dieses Spritzgebäck, das musst du unbedingt probieren, Diamantis. Richtig gut. Ja, gerne, gerne. Also ich habe nicht viel Gutes von den Bornländern gehört, aber backen, das können die. Oh ja, auf jeden Fall. Oh, da sind ja die anderen. Hallo Zulamin, magst du etwas Spritzgebäck? Ja, gerne. Danke, Boltax. Ja, wir sind auf dem Rückweg vom Bazar noch an einer Bäckerei vorbeigekommen. Oswin Brinske oder so. Dort haben Diamantis und ich noch ein bisschen Plunderteilchen gegessen und dann habe ich mir noch eine Tüte Spritzgebäck gekauft, weil ich mir dachte, mit Spritzgebäck, da kann man nichts falsch machen. Na, und ich hatte heute schon etwas viele Preisblumenkerne und wollte mal etwas Süßes naschen. Boltax hat wohl noch ein bisschen Quark in seinem Bart. Reichen euch nicht die Reste eurem Bart? Das reicht doch für die ganze Mannschaft. Bitte was? Dort, ich zeige auf seinen Bart. Oh. Ja, ich dippe mal mein Spritzgebäck in diesem Quark. Oh, köstlich. Ihr seid widerlich. Danke für den Hinweis. Oh. So war das nicht gemeint. Doch. Ein guter Hinweis. Ich freue mich schon auf die Oper. Ich habe mir wunderbare Kleidung gekauft. Das ist schön. Aber wie scheint, war Raphim auch erfolgreich. Da sind doch eine ziemlich große Ansammlung hier im Hafen. Die wollen wohl alle zu diesem Schiff. Ja, es haben sich tatsächlich einige gemeldet. Jetzt ist nur die Frage, ob sie auch etwas taugen. Die meisten von denen sehen wie Söldner aus und nicht mal so, als würden die irgendwas tragen. Geeinten Banner oder dergleichen. Nun, dieser Krolm dort sieht nicht wie ein Söldner aus. Oh, das ist Rumpel. Ja, genau. Boltax, ich wollte mit ihm reden, aber er sagte wohl, dass wir auf euch warten sollten? Auf mich? Ja gut, von mir aus, dann sprechen wir doch mit ihm. Wollen wir? Ja. Ihr wollt wirklich einen Grolm auf dem Schiff haben? Nach den ganzen... nach der Abneigung, die du bisher so offen gezeigt hast, Boltax? Abneigung? Also, ich muss ja wirklich sagen, viele Gräume sind das absolute Böse und fies und hinterhältig, aber Rumpel, bei dem habe ich einen guten Eindruck. Wusstet ihr, dass er Glasknochen hat? Man sollte ihn nicht treten. Haben das nicht alle Gräume? Ich weiß nicht. Ich habe viele Gräume getreten. Jetzt, wo ihr es sagt, das könnte tatsächlich sein. Und hoffen wir, dass er kein Unglück bringt. Diese Seeleute sind sehr abergläubisch. Ja, aber ihr doch nicht, Abelmir. Ich natürlich nicht, nein, aber man muss auch in den Kopf der Mannschaft ein wenig drinstecken. Ja, solange er keine Frostgeister mit aufs Schiff bringt, ist hier alles in Ordnung. Das wäre wirklich ein Problem. Ihr müsst mich vorbeilassen. Habt ihr nicht gesehen? Sie winken zu mir. Lasst mich durch. Oh, Rumpel, jetzt beruhig dich. Meine Güte, du bist mir fast gegens Bein gelaufen. Nein, das würde ich nie machen. Eure Wachen haben mich eben fast nicht durchgelassen. Sie haben mich für gefährlich gehalten. Kann man das glauben? Naja, vielleicht wollten sie dich einfach mal treten. Nein,
Wir wollten gerade zu euch kommen, Rumpel. Aber ich komme auch gerne zu euch. Deswegen bin ich doch hier. Ich würde gerne eure Finanzen verwalten. Ihr könnt mir vertrauen. Nun. Er hat mir erzählt, er kann Integralrechnung. Und Differentialrechnung. Ich weiß nicht, was das ist, aber das klingt gut. Wusstet ihr, dass der perfekte Stern ein Kreis ist? Zumindest in der Linie an Algebra. Nun, die Kunst der Mathematik ist in den Thulamidenlanden sehr angesehen. Selbstverständlich. Ich habe auch einen rechten Schieber, aber den brauche ich nicht. Nun, ich muss euch leider sagen, dass wir das Amt des Schatzmeisters eigentlich schon intern vergeben haben. Aber nun ja, ein wenig Unterstützung. Machen wir es kurz. Wie sind eure Gehaltsvorstellungen? 2 Dukaten am Tag. Wisst ihr eigentlich, wie viel ihr Geld mit mir sparen könntet? Nun, wie viel? Ich bin sicher, dass ihr sehr gut darin seid, Geld zu sparen. Und nun ja, auf so einem Schiff ist Geld immer knapp. Vor allem bei dem Einkauf von Vorräten könntet ihr sicherlich noch einmal 30-40% sparen, wenn ihr mich bezieht. Oder auch bei dem Einbehalten von Geldern an Matrosen sollten sie Probleme bereiten. Das ist ja nicht wenig. Also bisher wurde mir die Aufgabe des Schatzmeisters zuteil gekommen und ich kann Adrapation und Subtrapation. Okay, könnt ihr mir das Integral von der Eulerschen Zahl hoch x ableiten? Jetzt denkst du dir doch Worte aus. Nein. Jeder weiß doch, dass x keine Zahl ist. Dein Buchstabe, da hat er recht. Die Eulersche Zahl schon?